So, bin heute ein bisschen später losgekommen. Ist jetzt kurz nach 9. Ziel ist es, bis Mittag einen Zander zu fangen. Ob das heute klappt, weiß ich nicht, weil wir wieder so einen Wetterwechsel haben. Die Zander sind auf jeden Fall aktiv, aber wie aktiv die sind, müssen wir erstmal gucken. Ich werde natürlich mit dem Idealschild wieder angreifen, mit klassischen Dekor. Und hoffe, dass das jetzt gleich auch relativ zügig klappt. Ansonsten müssen wir richtig ordentlich Strecke machen. Mal gucken, melde mich gleich wieder. So, 10 Gramm sind heute definitiv zu leicht. Bei dem Wind funktioniert das heute nicht. Wir werden jetzt gleich auf 15 Gramm wechseln. Ist ja bei diesen Wetterbedingungen mit dem Wind immer optimal. Ja, so kann ich immer den Bodenkontakt ordentlich halten. Das ist hier extrem wichtig beim Zanderangeln. So, jetzt greifen wir nochmal an. Voll inhaliert. Ich weiß gar nicht, ob man das so sehen kann. Das ist mein Kescher. Ah, da ist er drin. Da ist er drin. Ist wieder gut windig heute. Und musste tatsächlich auf 15 Gramm wechseln, weil ich ansonsten den Köder gar nicht kontrollieren kann. Und vielleicht könnt ihr den Köder sehen. Das ist wieder der Idealchat. Ja, den hat er richtig weggemümmelt. Direkt vor die Füße kam der Einschlag. Schönes Gerät. Ja, der darf auch wieder schwimmen. So. Wahnsinn. Super. Schön. Hier kam nichts mehr raus, also werden wir jetzt auf jeden Fall erstmal gleich den Spot wieder wechseln. Ja, neue Buhne, neues Glück. Gucken, wie es weitergeht. Immer noch ein bisschen sehr, sehr windig, aber zumindest haben wir schon mal einen. Schon mal viel wert. Ja. Und weiter geht's. So kann das ja nichts werden. So, ein Zander ist schon mal safe. Den haben wir schon mal sicher. Und jetzt werden wir gleich die nächste Buhne ansteuern und gucken, ob da vielleicht noch einer rumhängt. Eine Stunde haben wir noch Zeit und dann könnten wir mit viel Glück auf jeden Fall noch einen bekommen. Größe ist mir jetzt auch relativ egal oder so, weil wir unser Klassenziel schon erreicht haben. Also weiter geht's. Da haben wir den Übeltäter. Da haben wir den Übeltäter. So, wir sind jetzt am neuen Spot angekommen. Wir werden jetzt hier unser Glück versuchen, werden auf jeden Fall gleich bei 15 Gramm bleiben. Ja, hat sich ja gut bewährt jetzt. Was ganz wichtig ist, ab und zu immer ein bisschen nachflavern. Ja, ich nutze grundsätzlich eigentlich immer Knoblauch. Ja, ist immer das Beste, was man beim Angeln allgemein nutzen kann. Und nicht nur zum Raubfischangeln, auch zum Friedfischangeln. Brassen stehen genauso gut auf Knoblauch. Viele Leute machen das nicht oder so. Ich denke, weil sie das, die Materie nicht verstanden haben beim Zanderangeln. Ja, es geht nicht darum, dass ich muss den nicht flevern, ja, damit ich
einen Zander zum Anbiss provozieren kann. Das macht er so oder so, wenn es vorbeikommt. Es ist aber häufig so, dass der Zander, weil er genug Gummifische gesehen hat, hinter dem Gummifisch hinterhergeht und ihn entweder anstupst oder nur mal kurz dran knappert. Ja? Und das macht er deswegen, weil der Zander keine Hände hat, so wie wir. Der kann den nicht in der Hand nehmen und gucken, ob der Köder safe ist, ja? Oder ob das vielleicht ein Nachspiel für ihn hat. Also bleibt ihm nichts anderes übrig, als mit seiner Schnauze das zu probieren. Ja? Und wenn er das dann probiert hat, und der schmeckt dann den Knoblauch und das riecht nicht nach einer alten chinesischen Luftmatratze zum Beispiel, ja, dann kann das passieren, dass er nach einem zweiten oder dritten Wurf, genau in derselben Flucht, wenn ich den Kontakt gemerkt habe, dass da was war, dass er dann nochmal zuschlägt. Und deswegen flavere ich den mit Knoblauch. Wenn er beim Zander vorbeikommt und er Hunger hat und so weiter und er ihn inhaliert, dann ist das egal, ob der Köder geflavert ist. Darum geht das nicht. Es geht immer um die vorsichtigen Zander, die vorsichtig erstmal probieren, weil die schon entweder schon mal released worden sind oder sehr, sehr schlechte Erfahrungen schon gemacht haben. Ja? Das steckt eigentlich hinter dem Flavor. Den Biss zu provozieren selber oder so, dafür brauche ich es nicht. Ich brauche es nur für die vorsichtigen Zander, die anfangen einmal zu testen. Und viele erfahrene Angler wissen das oder so, dass er manchmal dann ein bisschen, dann stupst er den an oder so und dann ist das meistens immer noch so 2, 3 Würfe oder so, dass dann der Biss kommt. Und dafür wird geflavert, genau für diesen Grund. So, und jetzt geht's weiter. Oh, was ist das? Das ist gehakt. Rasse, wa? Ja. kommst du jetzt hierher? Das ist natürlich schade, dass Rafa leider so eine Scheiße gebaut hat mit der Zange. So. So. Hopp. So, aus einer gehackten Brasse kam weiter nichts raus. Ich werde jetzt noch eine Buhne werde ich jetzt noch mal aufsuchen, die werde ich noch mal abfischen und dann bin ich für heute durch. Dann sind die 3 Stunden rum, jetzt ist auch schon Mittag und dann muss ich auf jeden Fall los. Also es hat sich bis jetzt auf jeden Fall eigentlich schon gelohnt. Ich kann mich nicht beschweren und man war draußen. So, ab zur nächsten Buhne und mal gucken, was dann noch passiert. Vielleicht habe ich ja noch mal Glück. Hier ist gerade ein bisschen Stress und ich höre gerade, dass der Specht hier richtig aufgeregt ist. Und jetzt habe ich auch sogar ein Nest gefunden. Ich filme da gleich mal drauf. Das piept hier ganz gewaltig. Also einmal von der Mutter und einmal die Küken, die gerade im Baum drin sind. Sowas kriegt man natürlich auch noch live zu sehen in der Elbtalaue. Ich filme das mal. So, da ist das kleine Nest hinter und da sind jetzt Junge drin. Hier hört man jetzt die ganze Zeit piepen. Drüber hat er aber auch mal was versucht. Aber da sind sie zu Hause. Was ihr jetzt im Hintergrund hört, das ist die Mutter. Die ist sehr aufgeregt, weil ich nämlich vor dem Nest stehe. Ich werde jetzt mal in Ruhe lassen, jetzt geht's weiter zur nächsten Buhne. So, letzte Stelle. Jetzt wird hier nochmal so für eine Viertelstunde nochmal geangelt. Es wird mal ordentlich ausgeangelt und dann ist für heute Feierabend. Aber wie gesagt, 2, 3 Stunden können sich immer am Wasser lohnen. Also da kann immer mal was Vernünftiges bei rauskommen. Ja? Also es lohnt sich auf jeden Fall immer mal schnell einen Abstecher ans Wasser zu machen. Auch wenn man nur wenig Zeit hat. So, und ich greife jetzt nochmal an. Tja, da bleibt nicht aus. So habe ich ihn wiederbekommen. Da ist er ja wieder. So, ich bin jetzt vom Buhnenkopf runter. Das Einzige, was noch passiert ist, ist, ich habe noch mal einen ordentlichen Hänger gehabt, den ich aber Gott sei Dank noch lösen konnte. Ihr habt gesehen, dass es auch für ganz kurze Trips sich auf jeden Fall lohnt, an die Elbe zu fahren. Es gibt immer irgendwas zu sehen und in der Regel bleibt auch was hängen. Die Größe der Zander kann man nicht immer beeinflussen. Aber es ist egal, hauptsache es trocknet eine Route und man hatte noch ein Erfolgserlebnis. Zu den Lockstoff ganz einfach. Ich nutze hauptsächlich von Ilex.
den Booster in Knoblauch und das ist die Nummer 1, sage ich mal, zum Zanderangeln. Ja. Und wo ich noch den Unterschied mache, ist zum Beispiel dann beim Krebsangeln, wollte ich gerade sagen, beim Barschangeln. Ja. Da nehme ich halt gerne auch mal einen Krebslockstoff, den habe ich deswegen immer noch mit dabei. Aber wenn ihr Zander angelt oder so, dann solltet ihr auf jeden Fall auf Knoblauch setzen. Knoblauch ist echt the one beim Zanderangeln. Boah, ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao.